Hier fliegen wir mal weiter. Vielleicht kommen wir da später noch hin und gucken uns das später einfach nochmal an. Hier ist ein Camp. Achso, Mondstein. Nice. Brauchen wir, danke. Ui. Eier einer Arschwinderin. Okay. Hier, das Lagerfeuer ist noch an, aber hier scheint keiner zu sein. Revelio. Da ist eine Kiste. Hallo. Stimmt. Revelio hätten wir auch mal verwenden können. Was ist das denn? Confringo! Incendio! Was genau ist Confringo! Accio! Nee, das ist nicht das, was wir suchen. Accio! Nee, Accio nicht. Levioso! Expelliarmus! Incendio! Accio! Hier gibt es so viele Sachen, die ich noch nicht so ganz verstehe. Vielleicht können wir die später erst machen. Vielleicht sind Prüfungen wieder. Was hast du diesmal für Revelio? Ja, ich wollte das machen. Das frage ich mich auch. Die Dinge. Accio! Nee, so schon mal nicht. Muss ich die irgendwo raufziehen, die Kugeln, die hier sind? Oder ist das die Kugel, die wir für vorne brauchen? Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Fragen wir wieder, was genau soll man bei dieser Prüfung machen? Ist das eine Schildkröte? Nein, das ist ein Stein. Hm. Levioso. So auch nicht. Sollst du irgendwo hin? Revelio. Levioso. Accio. Ich kann ihn noch nicht bewegen. Der ist viel zu schwer dafür, dass ich ihn bewegen kann. Incendio. Expelliarmus. Hm. Jetzt bewegt er sich. Ja, moin. Accio. Der ist auch viel zu... Levioso. Okay. Wenn ich so zur Seite gehe, rangehe, dann bewegt er sich. Was seid ihr für Dinger? Wie komme ich an euch hier heran? Accio. So schon mal nicht. Vielleicht mit Licht oder irgendwas dergleichen? Lumos. Reparo. Lumos. Lumos ist auch keine Hilfe gerade. Ich habe auch nichts anderes, was ich machen kann. Ich möchte auch nur so hochklicken, ohne... Also ich möchte aber nicht gespoilert werden. Vielleicht ist es einer der Fähigkeiten, die ich noch bekomme, weil sonst wüsste ich gerade nicht, was ich hier machen sollte. Da oben sind wieder Luftballons. Okay, warte. Was machen wir? Wie kann ich nochmal meine Geschwindigkeit... Steuerung... Okay, eins, dann nochmal noch eins. So, schau noch ein bisschen hakelig. Dauert noch ein bisschen, bis ich damit reinkomme, aber sonst. Alles gut. So, das war der letzte, ne? Jupp. Lass aber langsam platzen. Nice, sehr schön. Sind wir auch kurz auf Level 18. Das ist schön. Das freut mich. Hier ist wieder eine Merlins-Prüfung. Hallo, Schafe. Revelio. Irgendwas mit diesen... Was sind das für Statuen? Oh. Wir haben hier hinten Gegner. Accio! Confringo! Incendio!
Schloss Level 1. Okay. Sammeln. 7 Galleons. Sehr schön. Was bringen mir denn diese Statuen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist es auch erst mit einer Fähigkeit, die ich noch nicht erlernt habe. Vielleicht sollte ich auch noch gar nicht hier sein. Fragen über Fragen. Ah, okay. Das verbraucht diese Ausdauer vom Besen. Kann das nicht die ganze Zeit verwenden. Guck mal dahinter. Und da gibt es dann Ballons, die ich kaputt machen kann. Wo ich mir am Anfang auch gefragt habe, wie das genau funktioniert. Genau. So, wir fangen einfach hier hinten an, würde ich sagen. Weil wir sind eh in die andere Richtung da. Und hier ist eine Wende. Und da hinten scheint... Ah nee, das ist das. Okay. Hier, wo wir diese Kahn rausgeholt haben. Und es wird auch gerade dunkel. Ja, okay, treffen sollte ich schon. Wie kann ich meine Geschwindigkeit nochmal reduzieren? Wie ging das nochmal? So. Sehr schön. Gut, wir machen, würde ich sagen, nach 15 Minuten und dann würde ich das Spiel nochmal wechseln wollen. So, haben wir das. So, hoch hier, um den Ballon zu bekommen. Was da hinten ist, auch wieder ein Schloss. So, die sind jetzt nicht zu übersehen. 1 von 5, okay. Da haben wir auch wieder einen Händler auf der Karte, habe ich gerade gesehen. Nein, ich will dahinter. Genau. Was ist das hier für ein Schloss? Beziehungsweise Ruine. Die sahen auch schon mal besser aus. Meinst du? Hui. Ach hier. Levioso. Ach hier. Incendio. Okay. Revelio. Levioso. Incendio. Ach hier. Levioso. Eins. Oder wir können... Das sollte ich untersuchen. Meinst du? Ich bin schon dabei, du. Incendio. Oder sind das halt Sachen, die ich halt erst später anwenden kann? Kann ich auch mit dem Besen... Levioso. Mann. Kann ich hier mit dem Besen durch? Nein. Aber das war ja auch genial, also... Davor... Nicht runterfliegen, bitte. Danke. Wie gesagt, vielleicht sind das so einfach Sachen für später. Vielleicht sollte ich ja noch gar nicht sein und ja. Aber ich sehe gerade, dass wir hier hinten wieder ein Ballonquest machen können. Also die eine Herausforderung. Sehr schön. Ich dachte, das ist so dunkel. So. 390 noch einen Meter in die eine Richtung. Das sieht aus wie eine Merlins Quest. So, haben wir die auch alle zerstört. Sehr schön, 2 von 5. Ja, sage ich ja. Revelio. Aber wenn es halt... Oh mein Gott. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Nein, wirklich? Weißt du, was mich mehr triggert? Wir wissen, was wir mit diesen Steinen hier machen können. Was sind das für Steine? Okay. Revelio. Ja, das sind halt die Steine, wo ich nicht weiß oder noch nicht weiß, was ich damit anfangen kann. Das ist halt auch geil. Da ist ja nur Dings. Ein Wolfsrudel. Ich siege 2 Gegner zugleich. Inferi müssen mit Feuerzaubern getroffen werden, um sie für andere Angriffe verwundbar zu machen. Gehe in den Sammlungsmenü, um mehr über die Schwächstellen der Gegner zu erfahren. Incendio. Ja, okay.
Hallo. Okay, das ist jetzt ein bisschen, Besiege in Fähren. Besiege einen Gegner mit alter Magie. Machen wir das dann nochmal. Vielleicht kann das nicht. Okay, dann komme ich jetzt das andere mit den zwei hin. Noch? Ja, nice, ich kann noch. Nein, Wachen brauchen wir jetzt hier eigentlich gar nicht. Das ist, naja. Incendio. Komm, bald zugleich. Warum schaffe ich das nicht? Ja, so definitiv nicht. Level 18? Nein. Hauch der Toten. Schade, leider habe ich das nicht geschafft, mit den zwei gleichzeitig besiegen. Revelio. Das ist schade. Okay, passiert, happens. Dann ist das jetzt so. So, haben wir noch irgendwas? Da hinten. Ein Shell. Level 18, nice. Und da hinten ist ein Busch. Hallo. Magst du das nicht aus Level 18? Nice, sehr schön. Also wir haben verschiedensten Gegner hier. Und hier haben wir eine Schnellreise. Da wieder dieses Fragezeichen auf dieses komische Ding. Hat mir schon immer gefallen. Ich sage nur, Romlet Gaunt hätte ihre eigene Mutter ausgepeitscht. Mhm. Mir ist jeder Suspekt der Verteidigung gegen die dunklen Künste leert. Woher rührt das Interesse? Irgendwas ist doch immer. Mhm. Ist der Knieverkehrungsfluch wirklich so schlimm? Vielleicht. Mein Rat bei unangenehmen Angelegenheiten. Mitgefangen, mitgehangen. Einhornblut hält einen am Leben. Mhm. Dieses eine Symbol mit diesem Fragezeichen und dem Dings. Schriftrolle oder whatever. Was heißt das? Was soll das sein? Was willst du mir damit sagen? Was soll ich jetzt hier machen? Ja, was denn genau soll ich denn jetzt machen? Also manchmal stehe ich hier doof da und denke mir so, Revelio. Da drüben ist halt wieder was. Da drüben gibt es Kisten. Danke, nehme ich gerne mit. Hier ist eine. Und hier unten waren irgendwie zwei. Zack und zack. Danke. Kann ich da verkaufen, mal wieder ein bisschen Geld. Aber da, was soll ich denn jetzt bei dieser einen Merlins Quest machen? Warum ist es mit dem Licht hier gerade falsch? Dieser Pippin sollte längst hier sein. Ja, der Pippin, der ist nicht hier. Also manchmal so eine kleine, keine Ahnung, oben rechts irgendwo in der Ecke oder so, das kurz ansteht, so, wir machen dies und dies, ja, Weiß ich nicht. Das ist abgeschlossen. Immer zu spät, dieser Pippin. Nein, Pippin ist nicht spät, ich bin dafür da. Madame Le Wang, ich habe eine Lieferung von Jay Pippins Zaubertränke. Ha! Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Warum haben Sie denn, was? Warum haben Sie sie dann gekauft? Warum bestellen Sie bei ihm, wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind? Anscheinend versuchen immer mehr meiner Kunden, sich vor mir zu verstecken. Ich verurteile das nicht. Sie wissen ja nicht, welchem Druck ich ausgesetzt bin, hochwertige Produkte zu liefern. Im Gegensatz zu anderen Verkäufern bemühe ich mich um zufriedene Kunden. Hier sind die Tränke. Hier sind die angeforderten Zaubertränke.
Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie! Klar, ich hab dir selber gebraut. Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Aber sie bezahlen den einen dann, ne? Also wenn der funktioniert. So, wie kann ich jetzt verwenden? Nee, so nicht. Ich möchte ganz gerne... Ach, zur Tab drücken. So. Sie scheint zu wirken. Nun... Ich vermute, das genügt. Ja, wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es da nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Ha! Keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Erzählen Sie mir von Ihren Kunden. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich? Nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnenkundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Na gut. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Ja, das natürlich. Ich habe ja keine Ahnung. Was haben Sie denn eigentlich? Ich will Ihre Waren ansehen. Was verkaufen Sie hier? So, was hat sie eigentlich hier drin? Wonach suchen wir heute? Ah, kaufen wir? Eine gute Wahl. Ja. Genau das hätte ich auch ausgesucht. Warum? Ach, weil das Level 19 ist Level... Okay, das behalten wir mal, das verkaufen wir. Das kann ich gut gebrauchen. Nee, brauchen wir ja nicht. Und das Vielen hier Dank. Brauchen wir auch nicht. Ich danke auch. Danke für den Juhu, Besuch. Juhu, haben Sie ich mich weiß, in... Was? Zu schätzen. Was? Warte mal, wer? Juhu, haben Sie... Hab sie endlich, juhu. Was? Fischi, Caps Lock. Die Skins, ah! Hat der Schlawiner sich woanders die Skins geholt? Ah ja! So einer ist das also. Ah, sehr schön. Nee, alles gut, Fischi. Nee, ja dann, Glückwunsch, GZ, ne? Freut mich. Hier komme ich auch noch nicht rein. Ja, weil du nicht streamst und das... Das läuft morgen schon ab? Ach so, okay. Gut, ärgerlich. Ist nicht schlimm. ach so, ja gut, dass die morgen schon ablaufen, das wusste ich jetzt nicht. Naja, egal. Ich wollte aber gerade was anderes nachgucken. Was mach ich denn? Mit Stupor kann man einen die Blocker aufhalten. Kann man? Oder wenn da mal noch eine Kiste. Was sind denn die ganzen Fragezeichen mit diesen Dings drauf? Und warum haben wir im Wasser eine Höhle? Eine Höhle. Komme ich hier rein? Ja. Sehr schön. Säbel, grau, ein neuer Zauberstab. Aber was sind denn diese Fragezeichen hier? Ich bin hier, hier ist nichts. Kommt das noch oder? Hm. Fragen über Fragen, sage ich ja. Wir können hier halt noch ganz woanders hin, aber hier will ich noch gar nicht hin. Wir haben hier sogar schon... Ach nee, das ist ja hier. Nee, das ist richtig. Wir sind nur nicht so weit gekommen. Wir haben hier auch einen Höhleneingang. In ein Fairy-Versteck. Oh, wey, wir haben das... No. Ach, das sind Handbuchseiten. Oh, wait. Oh, danke. Revelio. Ah, so. Die Welt der Zauberer braucht genauso viel Honig für ihren Tee wie die Muggelwelt.